Die Erde ist voller Leben. Überall. Egal ob extrem heiß oder extrem kalt, extrem sauer oder extrem basisch, unter extremem Druck oder in extremer Trockenheit. Hoch in der Atmosphäre und tief in der Erdkruste. Das Leben findet einen Weg. Sogar in den Reaktorraum 4 in Tschernobyl. Da gibt es nämlich einen schwarzen Schimmel, der die für uns tödliche radioaktive Strahlung einfach als Energiequelle nutzt. Für die allerersten Lebewesen wäre sogar dieser Raum hier, den ich persönlich jetzt gerade eigentlich ganz angenehm finde, ein extremer Lebensraum. Denn damals war die Welt noch eine ganz andere. Wie in dieser Welt Leben aus toter Materie entstanden sein könnte, genau darum geht es jetzt. Übrigens, falls ihr auch der Meinung seid, dass es allerhöchste Zeit ist, etwas für die Rettung unseres Planeten vor Umweltschäden zu tun, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dieses Videos hier dran, da habe ich eine sehr inspirierende Videoempfehlung für euch. Vor 4,2 Milliarden Jahren war die Erde steril. Als sie zuvor mit einem marsgroßen Protoplaneten kollidiert ist, hat die Hitze des Einschlags die gesamte Erdkruste schmelzen lassen. Jegliches Wasser war verdampft. Erst schlappe 300 Millionen Jahre später ist es kalt genug geworden, dass der Wasserdampf kondensieren konnte. Danach gab es 100 Millionen Jahre lang deutschen Winter, aka ununterbrochen Regen. So sind die Ozeane entstanden. Und vor 3,7 Milliarden Jahren war in den Ozeanen auf einmal Leben. Auf dieses Alter datiert eine Studie jedenfalls die ältesten bekannten Lebensspuren. Und wenn man dieser Studie nicht glauben will, weil sie ein bisschen umstritten ist, dann sind die ältesten Spuren von Blaualgen immer noch 3,5 Milliarden Jahre alt. Und das sind schon relativ komplexe Lebewesen. Wie konnte auf einem sterilen Planeten innerhalb von diesen 500 bis 700 Millionen Jahren aus toter Materie Leben entstehen? Um die Frage zu beantworten, müssen wir erst einmal Luca kennenlernen. Das ist der hypothetisch letzte gemeinsame Vorfahre aller Lebewesen. Durch genetische und biochemische Forschung wissen wir, welche Stoffe die Urmikrobe Luca gehabt haben muss und welche chemischen Reaktionen in ihr abliefen. Schon seit geraumer Zeit entwickeln Forschungsteams Hypothesen, die erklären sollen, wie aus toter Materie Luca mit all seinen Bestandteilen geworden ist. Und die zwei wichtigsten davon schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Das Knifflige dabei, eine Hypothese aufzustellen, ist, dass sich alle Bauteile in einem Lebewesen gegenseitig bedingen. Ohne Erbgut gibt es keine Proteine, ohne Proteine keine Stoffwechselreaktionen und ohne Stoffwechsel kein Erbgut. Und auch keine Proteine, ihr seht, wo das hinführt. Es ist wie beim Radfahren. Zum Losfahren könnte sich ein Fahrer zuerst aufs Rad gesetzt haben oder er hat zuerst das Rad angeschoben oder er hat mit einem Tritt ins Pedal begonnen. Und genau so unterscheiden sich die Hypothesen über den Beginn des Lebens. Die einen beginnen mit Proteinen, andere mit den Stoffwechselreaktionen, wieder andere beim Erbgut. Letzteres ist der Fall bei der RNA-Welthypothese. Sie besagt, dass vor Luca quasi halblebendige Lebewesen existierten, die nur aus RNA bestanden. RNA ist sozusagen die labile Schwester der DNA. Sie liegt nämlich nicht als Doppelstranghelix vor wie die DNA, sondern als Einzelstrang. So kann sie viele Formen annehmen und hat viele freie Bindungsstellen. Dank ihrer Nukleotidsequenz kann RNA als Erbmaterial dienen. Wegen der vielseitigen Struktur und mithilfe der freien Bindungsstellen, aber auch als Enzym oder sogar als Genschalter. Theoretisch ist also eine RNA denkbar, die sich selbst reproduziert und dabei auch evolviert. Gefunden oder hergestellt wurde so ein Molekül aber noch nicht. Als Beweis für die RNA-Welthypothese wird angeführt, dass RNA an zentralen Reaktionen des Lebens beteiligt ist. Vor allem bei der Replikation der DNA und bei der Proteinbiosynthese. Und nein, das heißt nicht, dass mRNA-Impfstoffe dein Erbgut verändern. Wie die RNA aber ursprünglich entstanden sein soll, daran scheiden sich nach wie vor die Forschergeister. Verschiedene Reaktionswege sind denkbar, aber wenn man sie in der Natur ablaufen lassen will, erfordern sie teilweise recht komplizierte Umgebungen, die mal feucht und mal trocken sind. Das scheint alles noch sehr wackelig und spekulativ. Dieses Problem versucht dagegen, die Hydrothermalquellenhypothese gleich als erstes zu lösen. Hydrothermalquellen sind heiße Schlote am Meeresgrund. Sie entstehen dort, wo Magma relativ nah an den Meeresboden herankommt und Meerwasser tief in das Erdgestein sickern kann. Das Wasser wird erhitzt und reagiert dann mit den Mineralien im Gestein, wodurch einige nützliche Verbindungen entstehen. Insbesondere molekularer Wasserstoff, der eine zentrale Rolle bei der Energiegewinnung in Zellen spielt. Ein Forschungsteam fand heraus, dass Luca etwa 400 Stoffwechselreaktionen gehabt haben muss.
Das ist nicht besonders viel, bedeutet aber, dass sie schon vor Luca da gewesen sein müssen. Fast alle dieser 400 Reaktionen, nämlich 97%, könnten theoretisch in Hydrothermalquellen von alleine ablaufen. Für eine dieser Reaktionen, die Pyruvat-Synthese, wurde das im Laborversuch bereits nachgewiesen. Und das Erstaunliche dabei, Lebewesen benötigen viele Reaktionsschritte, um Pyruvat herzustellen. Unter den Bedingungen in der Hydrothermalquelle ging das mit nur einem Schritt. Hydrothermalquellen sind also quasi ein Shortcut für Leben. Sie machen das möglich, wofür Lebewesen sonst viele Enzyme bräuchten. Die Poren im Gestein der Hydrothermalquellen wären also perfekte Reaktionsräume, aus denen die entstehenden Stoffe nicht entkommen können. Sie bleiben eng zusammen und so können die Stoffwechselreaktionen weiter ablaufen. Das ist in lebenden Zellen ja auch so. Offene Fragen gibt es bei dieser Hypothese aber natürlich auch, zum Beispiel, wie sich diese Systeme in Membranen einkapseln und ein Erbgut entwickeln konnten. Aber die Hydrothermalquellenhypothese eröffnet uns die Möglichkeit, neu darüber nachzudenken, wo Leben wahrscheinlicher ist als anderswo. Sogar in unserem eigenen Sonnensystem. Zum Beispiel auf einem Mond des Saturn. Unsere Erde umkreist die Sonne in einer Entfernung, die flüssiges Wasser auf der Oberfläche erlaubt. Und weil alle Hypothesen zur Entstehung des Lebens flüssiges Wasser voraussetzen, bezeichnet man diese Zone als bewohnbar. Neben Sternenlicht gibt es aber noch andere Energiequellen, die Wasser flüssig halten können. Der Mond Enceladus wird zum Beispiel durch Gezeitenkräfte von innen aufgewärmt. An einem seiner Pole schießt Wasser aus seiner mehrere Kilometer dicken Eiskruste. Der Grund könnte ein riesiger Ozean sein, der unter der Eisdecke den ganzen Mond umspannt. Die Cassini-Mission hat Proben von dem Wasser analysiert, das da aus der Oberfläche schießt. Das Ergebnis lässt auf Hydrothermalquellen schließen. Und wenn man der Hydrothermalquellenhypothese folgt, heißt das, dass dort Leben entstehen könnte. Außerhalb der bewohnbaren Zone und sogar ganz ohne Licht. Auch der Jupitermond Europa könnte einen Ozean aus flüssigem Wasser mit Hydrothermalquellen beherbergen. Deshalb bereitet man sich bei der NASA darauf vor, Sonden zu den beiden Eismonden zu schicken, um dort nach Leben zu suchen. Und auch auf dem Mars könnte vor langer Zeit Leben in Hydrothermalquellen entstanden sein. Wasser und Eisenmineralien gibt es dort ja und Perseverance sucht fleißig nach Spuren. Aber was ist mit den Planeten, zu denen wir keine Sonden schicken können? Auch da können wir vom Leben auf der Erde lernen. Das Leben hat die Erde nämlich schon ziemlich früh ziemlich stark verändert. Als die Blaualgen die Photosynthese erfanden, produzierten sie Unmengen an Sauerstoff. So viel, dass erst alles oxidiert wurde, was oxidiert werden konnte, und dann auch noch die Atmosphäre mit Sauerstoff angereichert wurde. Heute besteht die Luft, die wir gerade atmen, zu über 20% aus Sauerstoff. Ohne dieses Leben wäre da gar kein Sauerstoff. Wenn es in der Atmosphäre eines fremden Planeten also einen Stoff gibt, der dort eigentlich nicht von selbst entstehen kann, dann hat man vielleicht potenziell, möglicherweise, einen Biomarker, also ein Anzeichen für Leben, entdeckt. Und die Atmosphäre von Planeten können wir mithilfe des Lichtspektrums untersuchen, das uns von dort erreicht. Ihr habt vielleicht gehört, dass ein Forscherteam auf diese Weise in der Atmosphäre der Venus Phosphin entdeckt haben will. Einige Forscherinnen und Forscher glauben, dass Phosphin auf der Venus ein Biomarker sein könnte. Andere sind sich da nicht so sicher. Bei einer Entdeckung solcher Tragweite sollte man natürlich auch immer möglichst skeptisch sein. Außergewöhnliche Behauptungen benötigen außergewöhnlich gute Beweise. Trotzdem wird schon spekuliert, wie Leben in den oberen Schichten der venusianischen Atmosphäre aussehen könnte. Ich finde es super spannend, darüber zu spekulieren, wie das Leben auf der Erde entstanden sein könnte. Es ist immerhin der Anfang von uns allem. Aber es wird wahrscheinlich auch immer eine Spekulation bleiben. Wir können ja leider nicht 4 Milliarden Jahre in die Vergangenheit reisen. Ziemlich sicher ist wohl, dass das Leben für seine Entstehung einen felsigen Himmelskörper mit flüssigem Wasser und eine Energiequelle benötigt. Und die Hydrothermalquellenhypothese zeigt uns, dass die Energie nicht von der Sonne kommen muss. So kommen neue Orte für die Entstehung von Leben in Frage. Sollten die Expeditionen zu Enceladus und Europa Leben finden, wäre das vielleicht die Bestätigung der Hydrothermalquellenhypothese und eine Sensation, die die Weltsicht vieler Menschen auf den Kopf stellen dürfte. Okay, jetzt kommt die inspirierende Videoempfehlung für all diejenigen, denen der Schutz unseres Planeten genauso am Herzen liegt wie mir.
Die Rewilding-Organisation Planet Wild veröffentlicht jeden Monat ein neues Video, um unseren Planeten zu renaturieren und die Schäden zu beheben, die die Menschen der Natur zufügen. Und das alles wird von einer Community finanziert, der jeder beitreten kann, der unserem Planeten helfen möchte, sich zu erholen. Ich selbst bin Teil davon, weil ich es unglaublich gut und wichtig finde, etwas zu unternehmen, wirklich etwas zu machen und nicht nur darüber zu reden. In diesem Video verwandeln sie einen riesigen sterbenden Wald in ein klimaresistentes Ökosystem und in diesem hier retten sie den süßesten Vogel Europas vor dem Aussterben. Die Planet Wild Videos sind wirklich einzigartig. Es geht sowohl um effektiven Umweltschutz als auch um spannendes Hintergrundwissen und Unterhaltung. Das ist eine sehr coole Kombi, also schaut euch jetzt unbedingt die Planet Wild Videos an und wie immer bleibt neugierig. Euer Cedric.